So, ist da noch jemand? Hier links um die Ecke. Wow. Alter. So, weiter hier. Ich lass mal kurz das C4 da hochgehen. Okay, das hat niemanden umgebracht. Alter Schwede, leck mich doch alle am Arsch. Was war denn das gerade? So, da oben stehen sie wieder mit ihren dreckigen Raketenwerfern. Leck mich am Arsch. Verreck. Gott, wir haben noch 23 Schuss da drauf. So, hier sind Flakgeschütze. Die sind wahrscheinlich gegen uns. Und ich nehme mal wieder die Uzi hier auf. So. So, da ist ein RPG. Den Spasten haben wir. Die Seite ist nicht besser. Dadurch nicht nachlassen. Kopf unten lassen und immer weiter. Wow! Ah! Wohin? Im Norden ist eine Kirche. Ihr Kontrollpunkt müsste gleich dahinter sein. So, weiter hier hoch. Wir haben noch 100 Meter. Was für nach rechts? Ich gehe erstmal hier rein und stock meine Munition auf. So viel Zeit muss sein, ne? So, weiter geht's. Oh, der ist schön vor die Flinte gelaufen. Und jetzt gehen wir aber nach rechts, weil hier sieht es nicht so human aus. Wir müssen nachladen, verdammt. Oh, verdammt. Verdammt. Boah, Mann, ey, was sollte denn dieser Scheiß? Warum dauert denn das Nachladen mit der Uzi so lange? Mann, ey. Komm, weiter geht's hier. Hopp, wir haben da gerade einen Kontrollpunkt erreicht. So, hier jetzt aber gleich mal nachladen, wenn wir in Ruhe sind. Alter. So, hier, los, sterbt doch alle. Ja, ja, verpiss dich da. Der hat Last Stand, dieser Noob. Okay, M16 mit Reflex- und Feuermodus. Gut. Die haben wir vorher schon weggelegt, aber scheiß drauf. So, sonst noch jemand? Nee. Also, hier rechts lang. Da scheint es angeblich sicherer zu sein. Da ist die Kirche. Über den Friedhof vorrücken. Los! Unsere Leute rücken von Westen vor. Bleib ihnen aus dem Weg, verdammt! Ach, Mann, ey, ich habe schon wieder einen von uns erschossen. Das gibt's ja nicht. Freund oder Feind, scheiß drauf. Einfach mal draufballern, ne? So muss das hier sein. Och, nö. Jetzt kommt es auch noch von der Seite an. Jetzt wurde ich von nix erschossen. Mann, ey. Die zwingen mich hier fast schon eine Pistole in die Hand zu nehmen. Mit der Pistole bin ich, glaube ich, besser. Boah, ich spawne hier und werde gleich mal beschossen. Schön. Oh Gott. So, Blendgranate da reinhauen. Ach, das sind ja Rauchgranaten, stimmt. Über den Friedhof vorrücken. Los! Unsere Leute rücken von Westen vor. So, jetzt hier mal in die Ecke gehen und nachladen. Geh in die Ecke und schäm dich. So, alter Schwede. Martinelli. Okay. Von da hinten kommen sie doch. Da ist doch gerade der Martinelli umgekippt, oder? Ich bin nicht ganz sicher, aber wir rennen jetzt einmal mal hier durch. Die Tür können wir natürlich nicht aufmachen. Schön. So. Da, durch das Krankenhaus. Ja, tut mir sehr, sehr leid, aber man kann nun mal nicht schneller machen, wie hier vorgegeben ist. So, rein hier, hopp. Jetzt sind wir erstmal ein bisschen sicherer. Weiter geht's. Dabei wie ein Soldat. Erzähl mir bloß nicht, der fette Volltrottel hat abgedrückt. Sag mir das bloß nicht. So ist das nicht gelaufen, Kleiner. Der Jäger war eine Marionette. Wie wir alle. Na, jetzt erfahren wir also, wie sein Vater noch verreckt ist, glaube ich. In diesem Part der Mission. Und das wird immer, immer spannender. Vor dem Angriff war es nicht viel besser. So. Hudson hier, Mesh. Wir sind fast beim Kontrollpunkt. Nur noch ein paar Blocks. Hudson! Verdammt! Ich weiß nicht, was mit der Verbindung los ist, Wood. Legt denn hier schönes rum. Oh Gott. So, hier lang geht's nicht. Wir folgen hier einfach mal. Ich hör's. Okay, mit der M16 ist da jemand. Hallo, anklopfen. Soll ich mal mit Tränengas anklopfen? Ist euch das lieber? Ah, nee. Wir müssen jemandem helfen. Okay. Ach, die steckt fest. Wow, Alter, dieser Spast, ey. Mann! Jetzt los. Oh, Alter, das war schön.
Das war schön, ey. Richtig schön durch den Kopf durch. So. Hier scheint der Gegner-Spawn zu sein. Aber wir rennen hier jetzt mal nicht durch, sondern... Oh Gott, das war mein epischer Bug gerade. Okay. Kommen sie von hier noch? Ja, da kommen sie auch noch. Wir müssen hinter ihm her. Ich wusste, wir haben den Penner zu viel Freiraum. Ich glaube nicht. Dann fahr da einfach. Alter, hier kommen die Lichter aus dem Nichts. Was ist denn das da für ein Scheiß? Also, von Bugs und so ein Zeug, da muss man schon sagen, ist Black Ops 2 sehr, sehr vorne dran. Im negativen Sinne. So. Oh Mann, ey. Musste der unbedingt da runterspringen? Hilfe! Los, hoch hier. Und mach das nicht wieder, ja? Ab jetzt atmest du nicht mal mehr, bis wir sagen, dass es okay ist. Sag ich doch, ne? Fahr zur Hölle. Ich sag doch, mach das nicht wieder. Hör lieber auf mich, statt auf Tom Woods geschlagen zu werden. Weg! Sie greifen an! Los, Bewegung! Oh mein Gott, ey. Was geht jetzt ab? Und ich bin verreckt. Schön. Ja, toll. Das Problem ist nur, ich habe halt gar nichts mehr gesehen durch diese ganze Scheiße. Ja. Also, einmal durchrennen. Weg! Sie greifen an! So, hier durchrennen. Alter! Ich bin doch gesprungen. Was willst du eigentlich noch mehr von mir? Junge, ich kann nicht schneller rennen, weil dieser Neger vor mir rumrennt. Ja, los, hier, Luftangriffssache und... Los, Bewegung! Alter, willst du mich eigentlich verarschen? Ich bin gesprungen. Ich soll doch schon aufs Dach springen oder auf den Balkon, keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwo da in die Gegend. Meine Güte, was soll denn dieser Scheiß? Ich springe doch. Los, Bewegung! So, wo springt der jetzt ab? LOL, ich springe und... Nichts passiert. Meine Fresse, was soll denn dieser Scheiß jetzt? Ja, ich will es nicht mehr hören. Ich will es nicht mehr hören. Sie greifen an, ja. Herzlichen Glückwunsch. So, und jetzt springen. Ich springe doch. Ich springe genau da, wo der Punkt ist, du Lappen. Was willst denn du von mir, du Spieleprogrammierer? Alter. Komm, hopp, ja, ich weiß, sie greifen an. Fick dich. Oh, los. Okay, jetzt springe ich mal schon mal davor. Das bringt auch nichts. Ja, was soll denn der Scheiß? Okay, jetzt springe ich mal danach oder da, wo ich eigentlich runterfliegen sollte, springe ich jetzt mal. Weg! Sie greifen an! Meine Fresse, ey. Weißt du, auf einmal geht's. Meine Güte, ey, das wurde die sinnloseste Scheiße, die ich jemals gesehen habe. So, weiter hier durch. Okay, der Kontrollpunkt ist davon. Gut, hoffentlich wird dieses Arschloch bald das Problem von jemand anderem. Ja, perfekt, ja. Ne? So. Ja, was denn? Soll ich jetzt davor? Ja, was hängt denn hier so rum? Hartchen. Wo zur Hölle warst du? Bist du beim Kontrollpunkt? Ja, natürlich sind wir hier. Servus, was geht? Alles klar bei euch? Ihr Transport ist bereit. Hier entlang, Sir. Ist die wertvolle Fracht doch bei euch? Ja, aber wer zur Hölle ist Ziel Nexus? Was ist wichtiger als Ziel falscher Profit? Du musst mir vertrauen, Mason. Wirklich. Hat zum Ende. Ja, toll. Ich habe zwar Befehle angezweifelt, aber niemals die Motive. Du kümmerst dich um deine Einheit. Du bringst die Jungs sicher nach Hause. So ist es, Frank. So ist es einfach nicht. Die Befehlskette ist am Arsch. Ich bin ein Soldat. Ich kriege Befehle und erledige den Dreck. Woods ist in Position. Ich bin unterwegs zum Dach des Südgebäudes. Du musst euch am besten damit klares Licht machen.
Scheiß Verbindung. Hier lang. Es ist alles bereit. Jetzt werden wir bestimmt überfallen oder sowas in der Art. Ne. Niemand darf erfahren, dass ich ihn verraten habe. Ihn? Hudson, wer ist Ziel Nexus? Sniper. Hudson! Er ist es, Watts. Ziel Nexus ist Raúl Menendez. Hättest es uns sagen müssen, Hudson. Du hättest es uns sagen müssen. Wir sind bereit. Bringt ihn raus. Sie bringen den Hurensohn raus. Können wir jetzt hier üben, oder was? Bestätigt. Er hat sogar Leute bei der CIA. Beende es jetzt, Watts. Blas ihm die Rübe weg. Headshot! Jetzt, Watts. Knie Shot! Oh mein Gott, I got an error to the knee. Was glotzt du so überheblich? Was zum Teufel ist da los? Oh, was ist denn hier los? Was ist jetzt los? Nein, nein, nein! Mason! Diese Schweine! Du Bastard! Alter! Das war auch ein Shot hier. Menendez! Dieses kleine Arschloch. Dieser Bastard. Ich werde ihn umbringen. Alex Mason ist tot. Durch deine Hand. Verstehst du, warum? Er wollte David töten. Weil du leiden musst, wie ich gelitten habe. Einer stirbt noch. Du? Woods? Oder David? Entscheide dich. Oder ihr sterbt alle. Woods, ich kann nicht... Ich habe zwei Kinder. Sie... Leck. Mich. Tu es. Tu es! Menendez, dieses Arschloch! Dieses Arschloch. Ich werde es töten. dieses Dein Ding. Wird ein einziger großer Verlust sein. Dann und nur dann wirst du verstehen, was du mir angetan hast. Wegen deiner verfickten Josefina, ey. Ich werde dich nicht töten, Junge. Genau wie Woods. Leidest du mit mir. Eines Tages wirst du diesen Anhänger wiedersehen. Und du wirst dich erinnern an alles, was du heute erlebt hast. Und ich werde dich töten. All die Jahre erinnern. Ich werde dich töten. Voll Wut und Schmerzen. Und wenn du das tust, bitte, komm zu mir. Dieser scheiß Dad. Bastard. Nein, Dad! Du hättest nichts tun können, Frank. Es war nicht deine Schuld.
Dein Vater und ich waren die Besten. Und wir konnten ihn nicht stoppen. Die Zeiten ändern sich, alter Mann. Er wird sterben. Ja, die Zeiten ändern sich, ja. Und wir haben jetzt bessere Mittel aus dieser Spast. Und deshalb werden wir Mendenes auch... Ja, gleich töten, wie er jetzt Mason getötet hat. Hoffe ich mal irgendwie. Naja, die nächste Story-Mission wäre dann... Jemen, in Jemen 2025. Name Farid, okay. Also wahrscheinlich so eine Art Undercover-Mission, weiß nicht. Mit der Scorpion Evo. Allerdings werden wir diese Mission in der nächsten Folge erledigen. Ich verabschiede mich von euch. War wieder schön hier in der Runde Black Ops 2. Bis dann, ciao.